Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Kascha Lehnhardt starb am 9. Februar 2021. Ein Fremdverschulden wurde beim Tod der 25-Jährigen zunächst ausgeschlossen. Nun wurde dennoch eine Obduktion angeordnet und die Ergebnisse sind auch bereits veröffentlicht worden. In einem Twitter-Beitrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin heißt es: Eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Charité Berlin hat keine Hinweise für ein Fremdverschulden ergeben. Demnach hat sich die Ex-Freundin von Fußballer Jerome Boateng das Leben genommen. Die genaue Todesursache wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Professor Dr. Michael Zokos, der die Obduktion durchführte, erklärte auf Instagram unter anderem in einem langen Statement: Es kann sich jeder darauf verlassen, dass die Obduktion von Kascha Lehnhardt unabhängig und gewissenhaft durchgeführt wurde. Im Vorfeld gab es im Netz viele Spekulationen über ein Fremdverschulden und damit Mord an der 25-Jährigen. Aus diesem Anlass wurde auch die Obduktion angeordnet. Kaschas Mutter Adriana appellierte indes an die Community, solche Gerüchte nicht zu verbreiten. Kascha Lehnhardt hinterlässt einen 6-jährigen Sohn.